Hallo, hier ist der Christian von Übergizmo. Ich befinde mich gerade auf einem Event von Amazon und hier hat Amazon heute das neue Fire TV vorgestellt und das wird für 99,99 Euro in den das wird ab heute zum Verkauf stehen und ist ab sofort sozusagen erhältlich. Ausgeliefert wird es aber erst ab dem 5. Oktober. Was ist jetzt neu an dem Fire TV? Also wie ihr sehen könnt, das Design hier ist eigentlich identisch zum Vorgänger, aber im Inneren hat sich natürlich einiges getan. Und zwar bei der Hardware haben wir jetzt erstmal 75% mehr Leistung. Und zwar verbaut jetzt hier Amazon einen schnelleren 2 GHz Quad-Core-Prozessor mit einer schnelleren GPU. Die soll doppelt so viel Geschwindigkeit haben. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, welcher genaue Chip das ist. Aber das werdet ihr dann auf jeden Fall im Artikel lesen. Was eine zweite Neuerung ist, das sehen wir hier auf der Seite. Und zwar haben wir jetzt hier einen Micro-SD-Karten-Slot für Speicherkarten mit bis zu 128 GB. Und da könnt ihr Spiele drauf speichern, Filme leider nicht. Aber ich denke, das ist trotzdem eine ganz sinnvolle Erweiterung. Dann haben wir hier schnelleres WLAN dank des neuen Prozessors. Und zwar haben wir jetzt WLAN 802.11ac. Und was noch eine große Neuheit ist, ist jetzt hier eben, dass Fire TV jetzt auch 4K-Inhalte auf euren Fernseher streamen können. Damit ist Amazon auf jeden Fall eine der ersten, die jetzt hier auch eine Streaming-Box haben, die eben Ultra-HD-Inhalte unterstützt. Dazu hat natürlich Amazon auch seine Inhalte erweitert. Also es gibt jetzt, uns wurde gesagt, über 100 Ultra-HD-Inhalte auf Amazon Prime Instant Video. Und zwar alle Original-Serien von Amazon sind jetzt in UHD auch erhältlich. Und es gibt einige ja, Filme, auch ältere wurden remastered, hat man uns erzählt. Und da kann man auf jeden Fall das neue Feature jetzt auch schon nutzen. Natürlich gibt es auch noch Netflix, die ja auch einige 4K-Inhalte noch im Angebot haben. Dann zur Software. Hier läuft jetzt das neue Fire OS 5 drauf und zwar das basiert auf Android 5.0 Lollipop. Da gibt es einige Verbesserungen. Unter anderem wurde nochmal die Pre-Cache-Funktion für Videos nochmal verbessert. Also die öffnen sich jetzt nochmal etwas schneller. Und die größte Software-Neuerung ist eigentlich, dass wir jetzt hier auch die Fire TV mit Mayday haben. Also Mayday ist ja dieser technische Support von Amazon, wo ihr im Grunde direkt mit einem Mitarbeiter verbunden wird und der euch dann per Remote-Steuerung sozusagen euren Screen steuert und euch eben zeigt, wie man verschiedene Dinge auf der Box machen kann. Das ist eben jetzt neues Feature, also fast knapp 100 Euro, ab heute erhältlich und ab 5. wird es ausgeliefert. Dann haben wir hier noch die Fernbedienung dazu. Da gibt es auch noch eine Neuerung. Und zwar ist die jetzt ja ein bisschen länger geworden, ein bisschen ergonomischer. Also ja, lässt sich ein bisschen besser halten. Und die verwendet jetzt Wi-Fi statt Bluetooth zur Verbindung mit Fire TV. Das hat den Vorteil, dass sich die Akkulaufzeit verlängert und die Fernbedienung hier, die wird ja mit zwei ganz normalen Batterien eben betrieben, dass die jetzt bis zu einem Jahr halten. Dann haben wir noch eine Neuerung bei dem Game Controller, den Amazon auch schon mit dem letzten Fire TV vorgestellt hat. Amazon hat den jetzt redesigned, also wie ihr sehen könnt, wir haben jetzt ein schickeres Design und vor allem auch etwas nochmal etwas ergonomischer. Also uns wurde gesagt, das soll jetzt noch für ja, mehr Handgrößen passen und eben angenehmer zu spielen sein. Auch an der Sensitivität der Trigger hier wurde gearbeitet. Und eine große Neuerung ist eben, dass wir jetzt auch eine Kopfhörerbuchse haben und der Game Controller jetzt auch die Voice-Suche unterstützt. Also hier haben wir eben einen Button und dann könnt ihr eben auch, und hier oben das Mikrofon, also könnt ihr auch über den Controller die Voice-Suche
benutzen und Inhalte halt deutlich leichter finden und müsst dann nicht immer die Fernbedienung hernehmen. Es gibt auch noch eine kleine Ankündigung zum Fire TV Stick. Hier hat sich jetzt allerdings an der Hardware nichts getan, sondern Amazon verkauft den jetzt auch mit der Voice-Fernbedienung. Also ihr habt dann hier auch Voice Search am Stick. Und das Ganze verkauft Amazon wie zuvor für 49,99 €, auch ab heute erhältlich. Ausgeliefert wird es dann aber auch wieder etwas später. Und den alten Stick, also ohne Voice-Fernbedienung, hat Amazon immer noch im Angebot. Der kostet dann jetzt aber nur noch 39,99 €. Und was ich noch vergessen hatte, ganz kurz zum Game Controller, der wird wie zuvor 49,99 € kosten, ist auch ab heute erhältlich und wird, glaube ich, ab 22. Oktober ungefähr dann ausgeliefert. Ja, das war es jetzt hier von unserem Amazon-Event mit dem neuen Fire TV. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.